Willkommen zu einem neuen Pickup-Video für unsere Flohmarktfunde. Drei Flohmärkte waren es insgesamt dieses Wochenende und ja, wir haben einiges gefunden. Das Lego hat nichts zu bedeuten, das ist nicht gefunden worden. Mein Bruder ist gerade am Aufräumen und sucht einen neuen Platz, wo das hinkommt, und das steht sozusagen eigentlich erstmal als Deko hier in der Küche. Aber erstmal das Intro. Wie ich sagte, drei Flohmärkte hatte ich dieses Wochenende rausgesucht, und in dem Sinne haben wir echt viel gestöbert, kann man so sagen. Was war das? Eine war ein kleiner Flohmarkt bei so einer Kirche. Da war ich am Samstag, bin ich auch alleine gewesen. Waren so etwa 50 Stände, sag ich mal ganz über den Daumen gepeilt. War nicht so groß, ich war in einer Dreiviertelstunde durch. Dann am Sonntag oder heute, wo ich es jetzt aufnehme, also jetzt in dem Sinne, hatten wir erstmal einen ganz normalen Flohmarkt, der von einem von diesen typischen Veranstaltern war. Der war aber auch echt schick. Also da kann man auch nicht sagen, dass er jetzt, wo Sommer ist, dass er weniger wurde. Er war richtig schön voll. Und dann hatten wir noch einen Straßenflohmarkt bei mir in der Stadt oder in einem Stadtteil. Ja, da sind wir durch 5 oder 6 Straßen gelaufen, und das haben die richtig gut gemacht, weil da waren echt viele Stände. Ja, aber da gibt es trotzdem was zu meckern, aber das hat nichts mit zu tun, irgendwie mit dem Flohmarkt selbst, sondern irgendwie waren wir heute nicht so von Glück beseelt. Wir haben das auf dem Flohmarkt gehabt, beim Ausstatter. Wir kommen hin in den gleichen Moment, also eigentlich gingen diese beiden Personen schon vor uns, weil die vor uns geparkt haben. Die gingen hin, sozusagen am gleichen Weg. Ein Stand, da wurden gerade Spiele ausgepackt, PlayStation 5, PlayStation 4 Spiele, zielt, wohlgemerkt, und der hat sie sofort gegriffen, und zum Beispiel Demon's Souls und noch ein anderes für im Endeffekt 7,50 Euro das Stück weggehauen. Ja, war ich echt, die haben auch so da gestanden, dann gleich weggedrängt. Machen diese typischen Aufkäufer, man merkte das auch, die haben so einen Bottich gehabt, wo sie wirklich alles reingepackt haben zum Weiterverkaufen. Man merkte das von der Art und Weise, wie es war, weil die so, irgendwann hat man die Erfahrung ja auch durch die vielen Flohmarktgänge. Auf dem Straßenflohmarkt war es genau ähnlich. Immer direkt vor uns lief ein, ich sag mal, Pärchen, und der Mann hat ständig die Spiele rausgekramt. Und wir kamen nicht vor die. Ja, das war ein bisschen ärgerlich irgendwo. Und der hat ein paar gute Sachen. Bei dem einen hat er PlayStation 2 Silent Scope weggenommen. Beim anderen war es Outrun Coast to Coast. Etwas, was ich sogar gesucht habe und noch gefehlt habe. Und er hat es für einen Euro mitgenommen. Ja, und hat uns den Crap da sozusagen zurückgelassen teilweise. Ja, deswegen sind wir gamisch. Wir haben zwar Games dabei, aber ein bisschen anders. Also wir haben noch was gefunden. Ja, aber ihr wollt wissen, was haben wir denn gefunden? So. Ich habe hier Lego stehen, schön hier von Horizon Zero Dawn. Das hat mein Bruder hier das Set gekauft, und dann hat er hier auch ein spezielles Case gekauft, damit er schön präsentiert ist. Und so ein Diorama hat er auch gefunden. Wir waren da, war ein Junge, der hatte da mehrere Dioramen. Leider war da auch ein Star Wars Set, was mein Bruder gesucht hat, was er noch haben wollte. Da war aber eine Frau, die hat das sich gekrallt und diskutiert, und aber ihre Kinder, die wollten eigentlich was ganz anderes haben, aber angeblich wollten ihre Kinder immer genau das haben da. Und die wollte noch ein anderes Set, das haben wir nicht mitgenommen. Vielleicht haben sie später die noch mitgenommen, von Lego Star Wars, ging um Lego Star Wars Sets. Und ach, ich zeige euch das einfach, damit es leichter ist. Eine Ewigkeit später. Dieses Lego Star Wars Set von Phantom Menace, von die dunkle Bedrohung. Fehlte mein Bruder noch, wollte haben, hat dann 10er übrigens für bezahlt. Und um dieses Set ging es gar nicht, sondern es ging um das Set von Episode 3, wo Darth Vader seine Maske sozusagen aufgesetzt bekommt. Das fehlt mein Bruder noch, der sucht es auch wirklich. Naja, und in dem Fall war das so, dass der wollte auch nur 10 Euro pro Set haben, aber die wollten die eigentlich noch das noch mit dem Yoda-Set von Älteres für jeweils 5 Euro runter, wie soll ich sagen, runter. Ja, also in dem Sinne
wollte die zwei Sets dann für 10 nehmen, jeweils 5. Aber dadurch, dass mein Bruder noch hartnäckig da stand, hat sie immer gezögert, sie hat immer gewartet noch, bis das auch ablässt. Weil mein Bruder wollte auch eigentlich das Set haben, wo sie immer so am Überlegen war. Ja, und schließlich hat sich doch für einen 10er dann genommen. Dann hat mein Bruder das Set genommen, dann kam sie noch, doch noch danach und dann noch, ich würde noch dieses Set und dieses und da waren noch so ein paar Autosets und so. Ja, das kann ich nicht zu sagen. War ein bisschen enttäuschend. Anleitung war auch noch dabei übrigens. Lege ich mal hier hin. Ja, aber ein sehr, sehr schönes Set. Genau, dann gab es noch von Lego, ich fange ja wirklich mal mit den Toys an, hat mein Bruder für einen 10er mitgenommen. Das ist aber auch ungefähr der Normalpreis. Ist aber noch original verpackt hier von The Infinity Saga. Da gab es so ein Figuren-Set. Das ist so ein bisschen wie eine Lego-Figur aufgemacht. Und dann gibt es noch die Figuren, die hier oben zu sehen sind. So mit Thor und Kong und so. Kong und Valkyrie und so zwei, drei Figuren eben halt aus dem Film von The Infinity Saga. Ja. Wollte mein Bruder schon nochmal haben für den 10er jetzt mitgenommen. Auch nicht so schlecht. Das Interessante war, aber ich bin kein Masters-Experte und das waren auch keine super alten Sachen. Der hat aus Brasilien zwei Masters-Sachen dabei. Ich zeige euch mal zwei Fotos. Einmal so große Figuren, da war Skeletor, He-Man, Merman und Man-at-Arms. Und dann hat er noch zwei Minifiguren, unter anderem Man-at-Arms und ihr seht das ja gerade auf dem Bild. Für die großen vier Figuren wollte er 100 Euro haben. Gut, mag angehen, sind aus Brasilien. Die hat er da nicht mitgebracht. Ich kann dazu nichts sagen. Aber auch schon cool zu sehen, sieht man nicht alle Tage. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich es fotografieren darf. Ja, aber wie gesagt, wir haben das jetzt mitgenommen. Und ich muss sagen, im Toy-Sektor sind wir diesmal gar nicht so groß unterwegs. Das Set war vom Straßenflohmarkt übrigens und das war von dem... Das ist Möbelhausflohmarkt. Also ich nenne den Möbelhausflohmarkt und das andere nenne ich Kirchenflohmarkt, den vom Samstag. Da habe ich aber gar nicht so viel Sachen mitgenommen. Bleiben wir aber, weil wir bei Toys sind, noch auf dem Möbelhausflohmarkt. Ich habe da noch von Transformers was entdeckt, beziehungsweise nicht Transformers, sondern Transformers Bootlegs. Ja, die lagen da. Ich habe 2 Euro für alles zusammen bezahlt und zwar gibt da einmal von diesen Trainbot-Sets. So Zug-Transformer. Ich zeige euch jetzt mal die Boxen. Bei denen waren wirklich Boxen dabei. Das sind Kopien, Bootlegs, Knockoffs, wie man auch immer das nennen möchte, von Hasbro oder von Takara. Micromaster, die sind schon älter. Ich überlege jetzt gerade, von wann auch diese sind. Ist hier ein Datum drauf? Copyright gibt es ja nicht bei diesen Dingen dann immer so. Können sie ja nicht schreiben. Ja, auf jeden Fall richtig cool gemacht. Hier sehen die aber auch sehr, sehr bunt aus. Das sind sie auch, aber auf andere Art und Weise. Hier auch. Da fehlen leider die Arme, aber wie gesagt, für 2 Euro zusammen sage ich nicht nein. Das ist auch eine Kopie, ein Knockoff eines Micromasters. Das Interessante ist, der ist doppelt so groß. Der ist größer als der normale Micromaster. Richtig cool. Leider fehlen ihm die Arme. Ich war der Meinung, dass ein Arm noch dabei war. Der ist mir dann irgendwie verloren gegangen. Das hat sich leider gelöst. Hier sieht man das. Ich zeige auch nochmal eine Fotonahaufnahme dann gleich. Denn ich habe hier ausgepackt die beiden Trainbots. Die kamen übrigens, weil sie alle zusammen sich in einen großen verwandeln können, auch mit den Teilen. Hier, das ist so ein Brustteil und eine Anleitung. Mit da ein Datum drauf. Zufälligerweise. Collect them all. Ja, jedenfalls kann man hier sehen, dass sie in einen großen Roboter verwandelt werden können. Ja, also das war da. Und hier haben wir die Züge. Ich muss jetzt gucken, welcher dazugehört. Also hier, ihr seht, orange, nicht bemalt, keine Feinheiten, 2 Farben, Plastikschrauben. Also in dem Sinne absolutes Bootleg. Hier war ein auch noch ein Beipackzettel und der Fuß von dem Roboter. Und hier ist der zweite Zug. Der ist auch schon ausgeleiert. Das ist. Ich meine, die Micromaster waren nicht anders. In dem Fall ist das wirklich nur umklappen und das war die Verwandlung. Man konnte ihn dann so verwandeln, dann war ist das ein Arm. Hier kommt dann das Armteil dran. Und von dem Großen und dann konnte man eben halt ihn verwandeln. Naja, und hier ist ein
ein Hängerteil, dann konnte man auch alle hintereinander zusammenhängen. Also ist schon nicht schlecht, aber wie gesagt, das ist ein Bootleg. Aber findet man auch nicht alle Tage und für 2 Euro sage ich dann auch nicht nein. Ja, wie geht's weiter mit Toys? Ja, Toys eigentlich gar nicht so viel, nur noch das hier gab es für 1 Euro, ist leider umgeknickt, waren diese und ist gebrochen, aber jetzt durch unseren Transport, war schon angeknickt. Ein Sonic Racer, das ist so McDonald's Billigspielzeug, also eine Pappe mit Gummirädern. Ja, ganz nett. Enttäuschend, dass es uns kaputt gegangen ist, aber ja, gut, passiert. Gibt Schlimmeres, kann man ja, sagt man ja immer so. Ja, wie gehe ich dann weiter? Einen Becher habe ich gefunden. Das war wirklich alles noch Müllbergsflohmarkt. Das habe ich jetzt auf dem Kirchenflohmarkt gefunden. Für 1 Euro von 2000 eine Pikachu-Tasse. Ja, für 1 Euro habe ich dann mitgenommen. Beim gleichen Stand habe ich noch Hörspielkassetten mitgenommen. Zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich für die 5 Teile dann 4 Euro bezahlt. Ich habe mitgenommen einmal für die Diodokos Quack, Folge 6, Der Mensch ist los, die geheimnisvolle Königin. Leider ist die Hülle ein bisschen kaputt. Und 3 Sailor Moon Kassetten. Die Hörspielkassetten werden auch nicht bleiben. Ich habe sie nur mitgenommen. Hier sind übrigens die 3 Kassetten ohne irgendwelche Hüllen, ohne irgendwelche Cover. Aber zur Vervollständigung sicherlich gut. Wem es fehlt, kann mich auch gerne anschreiben. Da werden wir uns sicherlich über einen Tausch oder einen Abkauf auch einig. Folge 4 haben wir hier. Dann habe ich hier Folge 10 und Folge 3. Oder eben Kassette 3. Ja. Das ist auch wirklich echt schön. Und wo wir bei Kassetten sind, mein Bruder hat ein Hörbuch mitgenommen. Er hat, glaube ich, 3 Euro bezahlt oder 2 Euro. Simon Jäger, das ist die Synchronstimme von Heath Ledger gewesen und inzwischen auch von Matt Damon. Und es liest Christopher Paolinis Infinitum. Das ist der Autor auch von Eragon. Ja, das Hörbuch. Ja, hinten ist noch ein Sticker, hat mal 25 Euro gekostet. Also in dem Sinne auch ein günstiges, ja, ein Schnapper, kann man so sagen. So, was habe ich weitergefunden? Auf dem Straßenflohmarkt habe ich für 2 Euro mitgenommen diesen Bilderrahmen vom Disneyland Paris. Finde ich irgendwie lustig, so eine Art Magnet, ein Kühlschrankmagnet, kann man ein Foto reinpacken. Richtig cool. Und ja, fand ich cool. Vielleicht selbst bleiben werde ich wohl nicht, werde ich an meine Schwester weitergeben. Und dann wurde ich einmal auf dem Kirchenflohmarkt und einmal jetzt auch auf dem Straßenflohmarkt fündig mit Pins. Und zwar, oder beziehungsweise hier ist das eine Anstecknadel mit Minimaus, habe ich 50 Cent bezahlt. Ich auch mal darüber. Und einen Pin mit Mario für 2 Euro. Da habe ich dann aber nicht gehandelt. Also die findet man auch selten. Und ich hatte schon was anderes da mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, okay, stimmt so. Genau, in dem Sinne passt es auch ganz gut. Für 2 Euro habe ich auch bei einem noch mitgenommen, zusammen noch mit einem Merchandise-Teil. Das kann ich euch eigentlich auch zeigen. Wo habe ich das jetzt? Hier. Für 5 Euro zusammen habe ich mitgenommen eine Skyrim Dogtag Karte oder Sache hier, Dogtags mit Skyrim-Logo drauf und irgendwelcher Schrift. Wahrscheinlich aus einer Lootbox. Irgendwie habe ich gedacht, ach komm, nimm mal mit. Könnte ganz witzig sein. Da einmal das. Da wollte er unbedingt 3 Euro haben. Ja, okay, komm, siehst du auch nicht alle Tage. Aber ich habe mitgenommen für 2 Euro. Denn ich bin ja großer Fairy Tale Fan. Und das ist auch offizielles Merchandise. Einen Bilderrahmen. Etwas glaube ich, dass es offiziell ist. Weil das sieht schon recht offiziell aus. Mit da unten. Und hier ist auch der Verlag, der Comic-Verlag dabei. Also in dem Sinne sieht es schon recht offiziell aus, auch wenn es in China gefertigt ist. Aber für 2 Euro sage ich nicht nein. Und das hat mir, ja, gefällt mir ganz gut. Genau, so. Dann habe ich gefunden ein Memory-Spiel von Dinosaurier, dem Titel Dinosaurier, das ist von 1992, hat mich 2 Euro gekostet,
Paare suchen. Fand ich interessant. Ja, weil es eben klassischer ist und Saurier gehen immer. Dinosaurier gehen immer. Und mein Bruder hat für, ich glaube für 1 Euro oder 2 Euro, eins von beiden, so ein Kartenspiel, Art Trading Card Spiel von der Drachenlanze, von Dragonlance mitgenommen, also auch AD&D. Saga Game Rules, Fate Deck, so sind Karten drin, da, wie gesagt, das hatte da auf dem Tisch beim Straßenflohmarkt gelegen. Das war vom Möbelhausflohmarkt. Ja, kann man mal ausprobieren. Genau. Und bevor ich zu Spielen und Büchern und so weiter komme, gehe ich zu Comics. Und da habe ich echte Highlights gefunden. 3 Comics habe ich mitgenommen und zwar zusammen für 1 Euro. Ja, wirklich 1 Euro. Da hatte einer wirklich eine ganze Menge verkauft. Da habe ich eine Grabbelkiste gefunden, wo ich da Comics durchgeguckt habe. Da waren so mehrere ältere Sachen. Später scheint einer da noch Robocop Comics gefunden zu haben. Die habe ich aber nicht gesehen. In dem Sinne war Pech, aber egal. Hier habe ich 3 Comics in sehr gutem Zustand mitgenommen. Einfach ausgesucht, gefragt, was will er dafür haben. Und ja, dann sagt er mir 1 Euro für alle 3. Da sage ich dann auch nicht nein. Und zwar habe ich einmal mitgenommen Nummer 10 von 1989. Und zwar Garfield. Sieht man wirklich nicht alle Tage. Garfield Comics drin. Auch richtig schöner Zustand. Also die Comics sind sehr, sehr schöne Zustände. Dann die echten Ghostbusters, Real Ghostbusters, Nummer 3. Und ihr könnt hier sehen, also das ist wirklich sehr, sehr schöner Zustand alles auch. Und das Highlight von diesen Comics, auch in einem sehr schönen Zustand, auch wenn die Hörspielkassette fehlt, Masters of the Universe Nummer 8 von 1988. Schöner Zustand. Auch hier noch das Poster sogar drin, das habe ich gesehen. Auch hier die Werbung für Masters, also mega. Na, wo ist das Poster? Wo ist die Mittelseite? Da. Auch das ist noch drin und hier ist sogar noch Werbung. Also Masters geht, ist ja hier wirklich viel drin. Der Dolph Lundgren Film Masters of the Universe. Ja, und wie gesagt, hier schöne Rückseite. Top. Wie gesagt, für 1 Euro, hallo, das lasse ich dann nicht liegen. Gerade auch das schöne Cover. Genau. Und dann haben wir einige Bücher gefunden. Und zwar das war Möbelhausflohmarkt. Also wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Aber in letzter Zeit haben wir einiges an Retro-Sachen gefunden. Bei Games, wie gesagt, sind wir immer denen hinterhergelaufen, die waren immer irgendwo vor uns. Egal wie. Auch später beim Straßenflohmarkt. Da hatten wir die abgehängt. Dann sagte ich zu meinem Bruder noch, ach komm, lass noch mal 1-2 Straßen. Da sind nicht so viele, da fahren wir mit dem Auto für den Rückweg durch. Kaum habe ich geparkt, geht zum ersten Stand, halten die auch die. Aber den haben wir ein Spiel weggeschnappt, wenigstens ein einziges. Das ist auch ganz gut, wo wir eher waren. So, mein Bruder hat mitgenommen. Percy Jackson Bücher von Rick Riordan. Und zwar erzählt griechische Heldensagen und erzählt griechische Göttersagen. So ein Doppelband in so einem Schuber. Da hat mein Bruder 4 Euro bezahlt. Also da kann man auch nichts zu sagen. Genauso wie hier vom gleichen Autoren. Die Abenteuer des Apollo, das verborgene Orakel, auch für 2 Euro mitgenommen hat. Sehr schöner Zustand, wie neu, top. Ja. Und mein Bruder mag auch Fantasy-Bücher und da war er auch fündig geworden bei einem Stand und da hat er, glaube ich, maximal 2 Euro pro Stück auch bezahlt. Ich will gerade, diese beiden Bücher waren auf dem Möbelhausflohmarkt und das war auf dem Straßenflohmarkt und hier jedenfalls nicht gesammelte Werke, aber viele einzelne Geschichten von Robert E. Howard Conan, der Barbar, richtiges Wälzerchen. Und ja, man kann dazu sagen, es sind ja so Art Pulp-Geschichten, die sind wie bei uns die Romanhefte vergleichbar. So sind die damals da veröffentlicht worden und hier sind jetzt ein paar gesammelte Bücher. Es gibt auch viele Romane von denen, die früher von Heine und so weiter rausgebracht wurden. Glaube ich, Heine war das. Ja, aber sieht man selten auf Flohmärkten, das muss ich auch sagen. So, und hier ähnlich Forgotten Realms vom AD&D-Universum. Von R.A. Salvatore, der König der Orks. Ja, gab
es auch, glaube ich, für 2 Euro. Also in dem Sinne, beim gleichen, da war mein Bruder dann glücklich und ja, zufrieden, kann man ja so sagen. Ich war aber auch nicht unzufrieden bei einem Stand, der hatte eine Menge 3-Fragezeichen-Bücher. Ich hätte da noch ein paar mehr mitnehmen können, aber kann man sagen, je 4 Euro war mir dann zu viel. Ich habe mir dann nur 2 ausgesucht. Und zwar habe ich mitgenommen Melodie der Rache. Das sind auch schon neuere, also ziemlich aktuell. Und die 3 Fragezeichen der Tag der Toten. Ich glaube, das kommt als, ist gerade als Hörspiel erschienen. Habe ich aber noch nicht gehört. Und dann hatte der noch so Programmhefte da liegen von Cinema, die zu einzelnen Filmen waren. Und da habe ich für je 1 Euro mitgenommen. Einmal das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse mit Burt Reynolds. Das ist so ein, ja, im Endeffekt ein kleines Buch über den Film mit Bildern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wenn ich das mal so bei Let's Views auseinandernehme, mal genauer angucke, mit euch zusammen lese. Und ein Film, ja, das einfach nur kultig ist. Hauptrolle in diesem Film spielt übrigens Robin Williams mit der Stimme von Wolfgang Pampel. Das ist die Harrison Ford Indiana Jones Stimme. Ja, wer hätte das gedacht von Robert Altman, eigentlich auch in einem erfolgreichen Regisseur. Und zwar geht es um Popeye. Auch richtig cool. Und wann ist der Film denn eigentlich? Ich habe den Film nie gesehen, muss ich zugeben. Aber gar nicht so schlecht. Die haben das hier zusätzlich gemacht. Es hat früher eine D-Mark gekostet. Hier könnt ihr auch sehen, hier so ein Bild hier. Robin Williams, Olivia. Also es ist schon sehr kultig aufgemacht. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Robin Williams, der Zwerg schafft den Durchbruch. Ja, richtig cool. Sowas sieht man nicht alle Tage. Und dann habe ich gedacht, komm, für 1 Euro das Stück kannst du das mitnehmen. Da waren noch ein paar andere Filme, aber das waren jetzt keine, die mir so viel was sagten, die für mich jetzt interessant waren. Deswegen, ja. Ist auch nicht schlimm, dass ich es liegen gelassen habe. So, und dann haben wir eine ganze Menge an Filmen gefunden. Ich fange mal an mit den VHS. 2 VHS-Kassetten habe ich mitgenommen für je 1 Euro. Und zwar 4 Dinos in New York. Legen wir mal dahin. Und das ist die UK-Version und zwar von Prinzessin Mononoke. Sieht man auch nicht so oft. Hier auch ein paar schöne Bilder. Da habe ich noch einen anderen englischen DVD mitgenommen. Das zeige ich euch aber gleich, denn ja, das war beide habe ich beim Möbelhaus-Flohmarkt mitgenommen. Gut, dann komme ich zum einzigen Film, den ich mitgenommen habe beim Kirchenflohmarkt. Da war wirklich nicht so viel, ne? Nach den Hörspielkassetten und dem Becher habe ich einen Film mitgenommen, aber im Steelbook, und zwar S, gab es für 3 Euro, den habe ich mitgenommen, habe ich noch nicht gehabt. Das Steelbook sieht mega aus. Den Film habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Das ist ja die Neuverfilmung. Naja, vorher gab es ja nur eine TV-Verfilmung mit Tim Curry. Hier jetzt mit dem Skarsgård. Ich komme mal auf seinen Vornamen nicht. Aber ja, gab es für 3 Euro in dem schönen Steelbook. Ja, konnte ich nicht liegen lassen. So, dann haben wir einiges an Filmen gefunden. Und ich muss euch das dann immer jeweils sagen, wenn ich die in der Hand halte, wo ich sie gefunden habe. Dann hat mein Bruder in einer Grabbelkiste, ich gucke gerade, ich kann es ja fast alles rausnehmen, wo ich oder zeigen, wo die dann jeweils gefunden wurden. Und zwar bei einem, der hatte wirklich günstig, ich glaube, mein Bruder hat 2 Euro das Stück bezahlt. Hatte auch eine ganze Kiste mit Animationsfilmen und Zeichentrickfilmen und ja, allgemein mit Filmen eben halt alles Mögliche in seiner Kiste. Und hat mein Bruder gefunden auf Blu-ray Ultimate Avengers Collection mit 3 Zeichentrickfilmen drauf. Nicht schlecht. Und hier 4 Filme oder auch auf 4 Blu-rays Marvel Knights Animation oder Animationsfilme. Und zwar sind hier diese 4 Filme drauf. Einmal Iron Man, Black Panther, Thor und Loki und Spider-Woman. Ja, und wie gesagt, für den Preis kann man echt nichts sagen. Und muss ich aufpassen, dass mir keine Disc hier rausfällt. Das ist richtig schön aufgemacht. Also hier
Artworks. Hier ist der Black Panther. Und ich muss aufpassen. Ne, das ist die Rückseite. Spider-Woman, das kann ich nicht rausnehmen. Dahinter, hinter dem Film. Ja. Richtig schön aufgemacht. Also Wahnsinn. Ja. Und in der gleichen Kiste lagen dann noch zwei weitere Filme, und zwar einmal diese Disc, diese Box Nummer von den Adventures of the Galaxy Rangers. Da haben wir mal Box 1 auf dem anderen Flohmarkt, Box 2 auf dem anderen Flohmarkt gefunden. Hier ist sie in diesem Top-Zustand, bis auf eine Disc, die ist ein bisschen, ja, ich glaube, die lasse ich schleifen. Also in dem Sinne auch hier so einen schönen Pappschuber und mit Booklet, und weiß gar nicht, das kann ich euch so gar nicht zeigen. Da werde ich ein kurzes Video von machen und das einzeln einblenden. Ihr seht, so viele Artworks sind da drauf, der einzelnen Charaktere. Und ja, oder beziehungsweise so viele Artworks. Es sind die einzelnen Charaktere drauf zu sehen. Also hier. Und hinten so eine Art Beschreibung, und es ist ein Booklet dabei. Ja, und wie gesagt, 1-2 Euro, glaube ich, mehr haben wir nicht bezahlt. Kann man echt nicht sagen. Und ich habe da noch einen Film rausgegriffen für 1 Euro. Und zwar der Zeichentrickfilm von Dungeons and Dragons. Entweder ist das ein Zusammenschnitt der TV-Serie oder der Zeichentrickserie, aber jo, für 1 Euro, da kann man nicht viel verkehrt machen. Gut, dann habe ich noch einen Film für 1 Euro mitgenommen. Das war bei dem, wo ich Prinzessin Mononoke gefunden habe. Das ist auch für meine Sammlung. Und zwar Final Fantasy, The Spirit Within, das ist die UK-Fassung. Ihr seht hier so ein, wie so ein Holo-Bild, kaum sichtbar auch hinten drauf. Und das Coole ist, wenn ihr das hier rausnehmt, das ist ein durchsichtiger Schuber, richtig cool. Und das Ding ist komplett Silber. Richtig cool. Ist für meine Final Fantasy-Sammlung eigentlich nur, also. Und das sieht man ja nicht alle Tage. Also. Und ich habe jetzt da eben für 1 Euro das runtergehandelt. Das war auch ein Händler war das, so einer, ein Schrotthändler, kann man sagen, ein Entrümpler. Der hatte dann die ganze Kiste, wo er nicht gerade sehr lieb mit seinen Sachen umgegangen ist. Hier konnte ich die rausnehmen, und dann bin ich auch nicht bereit, mehr als 1 Euro zu zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, auch für je einen, nein, das eine für 1,50 Euro, aber für das habe ich jetzt für 1,50 Euro, die anderen habe ich je für 1 Euro bekommen, das eine mein Bruder, das andere ich. Und zwar die drei Fragezeichen, Live und der Superpapagei, hieß es nicht geschaut worden, die Disc hat aber ein paar Abnutzungen, also in dem Sinne lasse ich nicht liegen, wenn ich es finde, auch wenn ich es schon besitze. Gibt es übrigens nur auf DVD übrigens, ist nicht bisher auf Blu-ray erschienen, sehr, sehr schade. Ja, dann habe ich noch für 1 Euro mitgenommen, aber auch zum Tauschen, eben halt, weil es auch nicht so oft häufig ist. Und zwar der Film Battle Royale, ist im Endeffekt die asiatische Verfilmung von Herr der Fliegen. Gab es für 1 Euro, wie gesagt. Und mein Bruder hat dann auch noch einmal was gefunden für 1 Euro, auch wenn wir es selbst in der Sammlung haben und wesentlich mehr bezahlt haben, aber in Top-Zustand, die DuckTales Collection 3. Und für 1 Euro lassen wir das echt nicht liegen. Und ihr seht, wir haben einiges gefunden und der Tisch ist voll, und das unabhängig von dem Horizon Zero Dawn. Oder, ja, von dem Diorama. Genau, so. Und ihr wollt jetzt wissen, was haben wir denn an Computerspielen gefunden? Eine ganze Menge, kann ich auch nur sagen. Unabhängig davon, und ob wir zu viel bezahlt haben oder zu wenig, das müsst ihr entscheiden. Für PC in der Special Edition hat mein Bruder mitgenommen Age of Wonders 2. Da war ich gerade ein bisschen woanders gucken. Ich glaube, er hat so 2 Euro dafür bezahlt oder 1 Euro. Hier mit so einem Artbook drin. Sieht auch richtig cool aus. Genau, und dann haben wir einiges an Spielen gefunden. Und ich fange mit Xbox an. Und zwar sind diese ganzen Xbox-Spiele, und interessanterweise haben wir nur auf dem Kirchenflohmarkt Xbox-Spiele gefunden. Da war keiner vor mir gelaufen. Ich war da relativ früh. Das ging um 9 los und ich war um 8:30 da. Und das, man muss nicht immer zu früh sein. Manche Flohmärkte bauen nicht so früh auf. Aber es war nicht so weit weg, war von mir 10 Minuten entfernt. Und ja, da bin ich dann hingefahren morgens. Mein Bruder war noch ausgeschlafen. Der hatte kein Interesse. Und
Der wollte einfach ausschlafen. Die Arbeit schlaucht halt. Wie gesagt, so. Und das erste, was ich gefunden habe, sind diese zwei Xbox 360 Spiele. Bei dem einen fehlt auf eine Art das Handbuch, aber ich glaube, da in dieser Edition war es nie dabei. Ich habe dafür 3 € bezahlt zusammen. Und zwar geht es einmal um Kinect, Kinect Adventures. Das ist wirklich in so einer Papphülle. Da war nur mal mit so einem Kleber, das ist leider dann auch ein bisschen abgerissen. Da habe ich die Klebereste entfernt. Hier ist so eine Art Anleitung von dem Kinect und hier ist die Disc. Muss eine Bundle-Version sein, aber interessanterweise habe ich die Bundle-Version immer nur mit normalem Case gefunden. Also in dem Sinne diese Edition noch gar nicht, aber wie gesagt, für den Preis habe ich auch kein Problem, das mitzunehmen. Und da war dann noch Minecraft, die Xbox 360 Version. Ja. Handbuch ist nicht dabei, es gibt aber auch wohl kein Handbuch, also in dem Sinne vollständig und da kann man echt nichts sagen. Ja. Und dann habe ich noch für die klassische Xbox 5 Spiele mitgenommen, habe dafür 15 € bezahlt, in dem Sinne 3 € das Stück, sind aber in Top-Zustand und ja, da habe ich einfach mitgenommen dann, gerade wegen dem Zustand. Und zwar habe ich hier Racing Evolution oder so, nur für die Xbox, das ist so ein Exklusivtitel. Dann Midnight Club 2, auch ein Racing-Spiel. Dann auch ein Wasser-Racing-Ballerspiel. Blood Wake, auch ein Xbox-exklusiver Titel. Dann ein Xbox-Classic-Titel, Agent im Kreuzfeuer 007. Aber wie gesagt, sehr, sehr schöner Zustand. Und dann kann man auch nichts dagegen sagen. Und Hulk. Ja, das waren die Xbox-Spiele. Richtig schöne Sachen dabei. Ja, und dann haben wir, ich guck gerade, ja, die meisten Spiele jetzt vom Straßenflohmarkt trotzdem gefunden, auch wenn wir hinterhergelaufen sind. Das ist aber nicht alles so dolle Sachen. Und zwar habe ich nur gesehen, 2 iToy-Spiele, normal nehme ich die nicht mit. Aber die wollten 2 € zusammen und dann auch noch mit Kamera. Und da habe ich dann gesagt, ja, nehme ich mit. Hier haben wir Monkey Mania, das ist auch vollständig mit Handbuch und alles. Auch echt top. Und iToy Play 2, da fehlt das Handbuch und hier ist die Hülle ein bisschen beschädigt, auch wenn hier das sehr, sehr schön ist. Ja, und ergab sich so, gerade wegen der Technik. Und das ist auch ein sehr, sehr schönen Zustand. Dann für 2,40 Euro, ich hatte 40 Cent noch in der Tasche. Und ich sagte, okay, habe ich Lago Bench Empire Under Threat. Ja, die hat so ein paar Abnutzungen, aber ansonsten top. Ja, und dann geht's, bevor ich weiter auf dem Dorfflohmarkt, auf dem Straßenflohmarkt, haben wir noch ein paar Spiele gefunden. Aber dann hat mein Bruder ein Spiel mitgenommen, was wir noch mal suchten in der Fassung. Und zwar Lego Jurassic World für 8 Euro. Das war bei so einem Semi-Händler auf dem Müllhausflohmarkt. Und da habe ich noch bei einer anderen, beim Händler, so einer Grabbelkiste für 2 Euro mitgenommen. Golf, die japanische PSP-Edition. Keine Ahnung, wie die ist. Aber für 2 Euro lasse ich so ein japanisches Spiel auch nicht liegen. Sieht so ein bisschen nach so einer Art Wii-Mi-System aus. Ja, ist halt dann so. Gut. Und die anderen Spiele haben wir auf dem Straßenflohmarkt gefunden. Und das trotz dessen, dass wir hinterhergelaufen sind dem einen. Und zwar das eine Spiel, was ich jetzt vorziehe, war das letzte, was wir auch gekauft haben. Das haben wir an einem Stand gefunden, wo ich auch den Mickey Mouse Bilderrahmen und den Pin von Mario gefunden habe. Hatte ein paar Spiele. Ich da erstmal liegt zurück. Mein Bruder war im Auto. Er wollte gar nicht nochmal die letzten 5-6 Stände abgrasen. Das war aber 10 Meter weiter stand unser Auto, bin ich nochmal hin und fragte ihn, ob er das sucht. Und er sagt, ja, das suche ich und hat, ich habe 12 Euro zwischen bezahlt, für PlayStation 5, Destroy All Humans 2, ne, Reprobed. Und das Witzige ist, die Abgraser, die uns vorgelaufen sind, sind kurz nachdem wir das gekauft haben, dort aufgetaucht. Ja, bei dem Stand, wo mein Bruder mit dem Lego-Set hatte, habe ich dann auch ein paar Spiele gesehen.
für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Das war die Mutter, die das dann verkauft hat. Der Sohnemann eben halt sich um die Lego-Sets gekümmert hat. Und da waren jetzt 3 Spiele dabei. Die sollten je 10 Euro kosten. Und ich habe dann aber auch nur, oder wir haben nur 25 Euro bezahlt für die 3 Stück. Und zwar geht es hier einmal um die limitierte Edition von Asterix und Obelix XXL. Und die ist vollständig. Da sind noch alle Goodies drin. Da sind die beiden Sticker-Sheets dabei, auch wenn die sehr, sehr dünn sind. Und ich sag mal fast wie Postkarten, nur etwas kleiner. Und das muss man so gucken. Obelix wirft, Obelix trifft. Ja, also wie gesagt, die Goodies dieser limitierten Auflage sind noch dabei gewesen. Ja, das sind auch in Ordnung. Auch wenn man sagen muss, hier hinten ist die Hülle leider ein bisschen beschädigt. Da muss ich noch mal gucken, dass ich das ein bisschen gerade mache. Und dann haben wir noch Asterix und Obelix XXL3, der Kristallhinkelstein. Hier ist leider auch die Hülle so ein bisschen angeditscht, aber auch top. Und Asterix und Obelix Slap Them All 2. Ja, und auch alles top. Comic-Gewalt. Steht da, Comic-Gewalt. Ja, und das soll es gewesen sein. Was sagt ihr? Wie war die Beute? Na, ich hoffe, da ist was dabei. Viele Highlights, viele schöne Sachen. Naja, ich will gar nicht mehr große Worte finden. Na, lasst ein Like da, ein Abo, darüber freue ich mich. Also liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Ich will eure Meinung wissen. Was ist da euer Highlight? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Nein, es gibt noch einen Nachtrag. Ich habe noch eine Sache vergessen. Bei dem Straßenflohmarkt an einem Stand habe ich 2 Plastikbecher gefunden. Ja, und zwar für je 1 Euro übrigens diesen geilen Becher aus dem Universal Studio LA von Terminator 2 3D, T2D von 1991. Richtig cool. Und die findet man wirklich nicht alle Tage. Ne? Auch hier nochmal den Becher. Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich Kinokultur, kann man sagen. Denn diese Show existiert nicht mehr. So, das war's jetzt. Nochmal. Tschüss.